Jesus sagt, eure Schönheit ist herrlich anzusehen. 15. Mai 2016, Worte von Jesus an Schwester Claire. Meine geschätzten Herzbewohner, seine Gnade reicht aus für uns. Seine Kraft ist perfektioniert in unserer Schwäche. Haltet euch fest an diesen Worten der Wahrheit, denn die Hitze der Schlacht ist über uns. Dies waren die schwierigsten Tage, seit wir unseren Kanal vor über einem Jahr ernsthaft begonnen haben. Es waren Tage erfüllt von Problemen, Sorgen, Herausforderungen, verursacht von jenen, die Jesus hassen und alles, was er ist und wofür er steht. Ja, die Feinde des Kreuzes haben mehr Leiden auf uns geladen mit einer größeren Freisetzung an Bösem, als wir es jemals zuvor erlebt haben. Und was muss ich zu unseren Feinden sagen? Ich möchte euch allen danken, denn durch eure harte Arbeit werden wir wunderbare und herrliche Dinge gelehrt über das Königreich Gottes. Und durch seine Kraft und Gnade wachsen wir über jeglichen Widerstand hinaus. Da gibt es keinen Tag, der vergeht, wo ich nicht Gott danke für das, was ihr uns lehrt. Wenn ich nicht einen eurer abscheulichen Kommentare sehe, fühle ich mich fast schon traurig. Ich habe gelernt, euch zu lieben und euch zu vergeben, und ich begrüße jene Gelegenheit jeden Tag, auch wenn wir sie löschen müssen, damit es den Rest des Kanals nicht stört. Was ihr tut für uns, ist fabelhaft. Jesus Christus ist der Sieger. Er lehrt uns, euch zu lieben und euch zu vergeben. Und alle in unserem Herzbewohner-Team fühlen gleich über euch, wenn wir beten. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, euch im Himmel zu sehen, wo ich euch so richtig doll umarmen werde. Wir werden nicht nachlassen, für euch zu beten und euch zu lieben. Jesus hat uns sein Herz für euch geschenkt. Nun, meine kostbare Familie, als ich ins Gebet kam, nachdem ich viel Zeit auf dem Schlachtfeld verbracht hatte, fühlte ich, als ob ich ihn enttäuscht hätte. Aber ich kann nur so und so viel tun an einem Tag, und die Korrespondenz heute war sehr schwer. Ich liebe euch alle so sehr. Was ihr uns zugesandt habt, hat unseren Geist und unsere Schwerter hochgehoben, um weiterzufahren. Liebster Jesus, mein Herz ist so schwer, da so viele leiden wegen diesem Kanal, und ich war heute untreu im Gebet. Bitte vergib, Herr, und hebe unseren Geist vom Boden hoch und hilf uns, solide Entscheidungen zu treffen. Der Herr begann: Claire, ich bin direkt an deiner Seite und ich leide mit dir. Es ist nicht einfacher für mich, dich leiden zu sehen, denn ich leide mit dir, meine Liebste. Ja, dies sind harte Zeiten, wenn du aber die herrliche Ernte sehen könntest, die zu mir kommt aufgrund deiner Leiden, würdest du mich bitten, sie um ein Hundertfaches zu erhöhen. O Herr, ich könnte nicht, ich bin zu schwach. Da gibt es keine Möglichkeit, dich zu bitten, es zu erhöhen. Und doch habe ich es immer wieder erhöht, seit dieser Kanal ins Leben gerufen wurde. Und ich sagte dir, du wandelst hinter der feindlichen Linie. Und ich gab dir die Vision, wie du mit dem Fallschirm in ihren Dschungel hineinspringst. Aber du siehst das Wachstum nicht, welches es in dir oder den Seelen bewirkt hat, welche mich jetzt deutlich hören, weil alle von euch und eurem Team bereitwillig für mich gelitten haben.
gut gemacht, meine guten und treuen Diener. Bald werdet ihr in die Freude des Meisters eingehen. Aber bis dann, bittet laufend um mehr Stärke, denn meine Gnade wird euch nicht enttäuschen, wenn ihr weitermacht. Ich werde weiterfahren, Gnade über Gnade auf euch zu gießen, durch euch und in euch. Im Himmel werden im Moment Berge von Gnaden verteilt, aufgrund der Reife und Hingabe deines Teams. Ich habe jedes von ihnen sorgfältig ausgewählt. Ich habe sie mit Waffen ausgerüstet und Legionen von Engeln beauftragt für sie. Und ich instruiere sie täglich. Schau, in dieser Welt werdet ihr Probleme haben. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und so werdet ihr es auch, wie es geschrieben steht. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr in mir Frieden haben könnt. In der Welt werdet ihr Mühsal haben. Aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Und als er das sagte, habt Mut, ich habe die Welt überwunden, verstand ich es so, ja, er hat die Welt überwunden und er überwindet die Welt jetzt in uns und durch uns. Der Herr fuhr weiter, dies sind drei Schriftstellen, welche ich möchte, dass ihr sie laufend vor eurem geistigen Auge habt, während wir uns dem Tag und der Stunde eurer Befreiung nähern. Die erste ist aus Matthäus 25, Verse 4 bis 6. Es erzählt von den törichten Jungfrauen. Aber die Weisen nahmen Öl in Fläschchen zusammen mit ihren Lampen mit sich. Der Bräutigam war verspätet. Sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte der Schrei: Hier ist der Bräutigam. Kommt heraus, um ihn zu treffen. Der Herr fährt weiter. Fass es so zusammen. Der Bräutigam war verspätet. Die zweite ist aus 2. Korinther 12, 9 und 10. Aber er sagte zu mir, meine Gnade ist ausreichend für dich, denn meine Kraft ist perfektioniert in der Schwachheit. Deshalb werde ich mich noch freudiger meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft von Christus auf mir ruhen kann. Das ist, warum ich mich um Christus willen freue, über die Schwachheit, über Beleidigungen, Not, Verfolgungen und über Schwierigkeiten. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Herr fuhr weiter. Fass es so zusammen. Meine Gnade reicht aus für dich. Denn meine Kraft ist perfektioniert in Schwachheit. Der dritte kommt aus Johannes 16, 33. Schau, in dieser Welt werdet ihr Probleme haben, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden, und so werdet ihr es auch, wie es geschrieben steht. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr in mir Frieden haben könnt. In der Welt werdet ihr Mühsal haben. Aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Der Herr fuhr weiter. Fass es so zusammen. Habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Hier hat der Herr drei Dinge ausgelegt, drei Schriftstellen, welche er möchte, dass wir sie immer vor Augen haben, während wir unsere Tage durchschreiten. Der Bräutigam war verspätet. Meine Gnade ist ausreichend für euch, denn meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwachheit. Habt Mut, ich habe die Welt überwunden.
Jesus fuhr weiter. Das Timing spielt eine ziemlich große Rolle. Ihr werdet alle feststellen, wie sehr eure Erwartung meines Kommens angestiegen ist. Dies ist ziemlich absichtlich von meiner Seite. Wenn eine Frau dabei ist zu gebären, muss sie an einem gewissen Punkt anfangen zu pressen. Wenn das Kind verkehrt liegt, das ist, wenn der Kopf oben statt unten ist, kann das Pressen ziemlich schwierig sein und bringt nur kleine Ergebnisse. Deshalb muss die Hebamme laufend sagen, nur noch einmal pressen, noch einmal pressen, pressen. Bei deinem ersten Kind erinnerst du dich gut an die Qualen jenes 12-Stunden-Pressens. Ja, natürlich, wie könnte ich das vergessen? Jesus fährt weiter. Wie ihr seht, meine Kirche, ihr gebärt Seelen und jede neue Wehe bringt einen weiteren Stoß mit sich und die Geburt ist schwierig. Also fährt ihr weiter zu pressen und pressen und genau wenn ihr fühlt, dass ihr keinen weiteren Stoß mehr bewältigen könnt, atme ich meine Gnade in euch und ihr fährt weiter mit Pressen. An irgendeinem dieser Momente wird euer Pressen zu Ende sein und das Kind geboren sein. In der Zwischenzeit geht ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch die Großzügigkeit jener, die mich und euch hassen, eure sogenannten Feinde, lernt ihr nicht nur die Wege der Dunklen und verbreitet alles, was ihr gelernt habt, um die ganze Welt an jene, die es hören sollen. Ihr nehmt auch zu an geistiger Kraft und Statur. Ihr wächst buchstäblich in die Situation hinein. Sie realisieren nicht, dass sie eigentlich ein Schulzimmer und Gymnasium unterstützen, wodurch ihr in die große Macht und Herrlichkeit hineinwächst. Denn ich nutze sie. Sie denken, dass sie euch Schaden zufügen. Ganz im Gegenteil. Sie dienen mir nur, meinen Leib heranzuziehen in Herrlichkeit. Schon bald wird sich das Blatt wenden. Und sie werden bedeutende Niederlagen erleiden, weil sie jene sind, die euch geholfen haben, wie man sich erhebt und kämpft. Eisen schärft Eisen, und ihr Meister sorgt sich nicht um ihre Zukunft. Er freut sich auf den Tag, wenn er ihnen endlich offenbaren kann, dass sie übers Ohr gehauen wurden und ihr Königreich das Feuer ist, welches niemals erlischt, und der Wurm, der niemals zufrieden ist. Seht ihr also, ihr wächst und ihr fahrt eine Ernte ein. Ihr leuchtet, meine Bräute. Ihr werdet alle zu dem, wozu ich euch berufen habe, zu sein. Genau wie es geschrieben steht in Jakobus 1, 2 bis 4. Betrachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wann immer ihr vielerlei Prüfungen gegenübersteht. Denn ihr wisst, dass das Testen eures Vertrauens Ausdauer hervorbringt. Lasst die Ausdauer ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollendet sein mögt und es euch an nichts mangelt. Fasse es so zusammen, damit ihr reif und vollendet sein mögt und es euch an nichts mangelt. Epheser 4, 12 und 13. Wisst ihr, was es bedeutet, an nichts Mangel haben? Es bedeutet, dass ihr euch der Vollkommenheit und dem perfekten Spiegelbild eures Schöpfers nähert. Ihr wächst zur vollständigen Gestalt von Christus heran, genau wie es geschrieben steht. Die Heiligen werden ausgestattet für den Dienst, um den Leib von Christus aufzubauen, bis wir alle eins sind im Glauben und in der Erkenntnis des Gottessohnes, während wir zum vollen Maß der Gestalt von Christus heranreifen.
Fass es so zusammen. Während wir zum vollen Maß der Gestalt von Christus heranreifen. Ihr werdet kleine Christusse. Und bald werdet ihr aufsteigen, meine Braut, ohne Fleck, Knitter oder Makel. Ja, ihr werdet gereinigt und atemberaubend sein, in Herrlichkeit aufsteigend, wo der ganze Himmel sich erheben und euch grüßen wird, in großer Majestät, denn eure Kämpfe und Siege waren unzählbar. Deshalb legt die Mühe und den Schmerz jedes Tages hinter euch und freut euch darauf, die Herrlichkeit und Majestät eures Schmuckes zu erblicken, während ihr kommt, um euren Ehepartner zu grüßen. Steigt auf, meine Bräute, ihr seid die Sieger dieser Schlachten und ihr werdet geschmückt sein mit Juwelen bestückten Hochzeitskleidern, welche die verwandelnde Kraft der Gnaden widerspiegeln, welche ihr so bereitwillig akzeptiert und auf welche ihr reagiert habt. Eure Schönheit ist herrlich anzusehen. Lasst euch nicht abhalten von den verschmutzten Kleidern der Vergangenheit. Schaut viel lieber unter eure Füße. Der Feind ist in Lumpen gekleidet, welche bald verzehrt sein werden von dem Feuer. Ich segne euch jetzt mit Ausdauer und Liebe, dass ihr das Rennen bis zur Ziellinie laufen mögt und eure herrliche Krone bekommt.